als Ablenkung ihr Versteck angezündet. Aber ich habe Kasov nicht herauskommen sehen. Vielleicht erwischen wir ihn noch im Inneren. Und ich werde euch begleiten. Och nö, bitte nicht. Kasov hat einen, was? Kasov hat auf meinen Kopf einen Preis ausgesetzt. Achso. Und das lasse ich nicht auf mir sitzen. Und da kriegen wir auch eine neue Tasche. Damit wir endlich mal ein bisschen mehr Platz im Inventar haben. So, du willst mitkommen, habe ich gehört. Na dann. Dann komm mal mit. Boah, die guckt mir die Nase auch, hä? Meine Güte. So, in einem brennenden Haus ist dann das Lagerfeuer, an dem wir uns hier nochmal kurz heilen können. Das ergibt Sinn. So. Komm, wir gehen. Okay, da lang. Natürlich trotzdem immer noch umgucken, jetzt nicht nur von dem Strahl da leiten lassen. Das bringt's ja auch nicht. So, okay. Ah, da kommt noch einer. Oh Gott. Hallo. Du bist aber groß. Boah, die macht aber wenigstens ganz gut Damage, würde ich sagen. So, damit er nicht gleich stirbt, oder sie. Und dann er hier. Fiesen Hexer. Na, jetzt stirb. Und der Scharfschütze auch noch. So, Scharfschütze in einem Haus sind schon praktisch. Okay, da steckt eine Klinge im Boden. Während das Haus hier brennt, identifiziere ich die einfach mal. Ist ja kein Problem. Ah, das ist genau der gleiche nochmal. Den können wir uns ja eigentlich hier mal auf die Offhand legen. Geht das? Ich weiß es nicht. Ja, geht. Also muss ich bloß reinziehen, komischerweise. Aber na gut. So, jetzt haben wir den zweimal. Das ist natürlich super. Okay, da sind die nächsten. Boah, da habe ich gerade mit 251 gekrittet, oder was? Das ist ja enorm. Oder war sie das? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Rum, bum, bum, ba. Oh, was können wir hier machen? Nö, wollen wir gerade nicht wissen. Ich spiele das jetzt nicht ganz auf RP-Zeugs oder so, das ist euch hoffentlich klar. Bin ich zum einen erstmal nicht so der Mega-Fan davon und zum anderen würde es sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. So, ein bisschen Wissen haben wir noch dazu bekommen. Boah, gerade zwei von den Knilchen. Meine Güte, aua. Und Scharfschützen. Naja, Scharfschützen sind jetzt nicht so spektakulär. Und da fallen sie einfach vom Himmel. Die nächsten Gegner. Bam. Ah, ein Schild haben wir auch noch gefunden, aber das brauchen wir jetzt, glaube ich, eher weniger. Ring der Erholung. Cool. Ein Ring der Erholung. Warum nicht? Achso, erfordert Stufe 8 schon. Mäh. Warum man immer was fürs nächste Level finden muss. Ja, hier können wir auch nichts dran machen. Gut, dann einmal durch da. Hallo. Lauf, Kasov! Wir halten sie auf. Oh, falsche Taste. Mist. Boah, ich glaube, ich hau mal erst den Mage um. Insofern das geht. So, der ist tot. Bam. Boah, die macht aber auch einen Damage. Also das ist schon hart. So, hier noch ein bisschen was zum Looten. Und dann die Kiste zum Looten. Das Wichtigste überhaupt. Und da kriegen wir unsere Abenteuer oder unseren Abenteuerrucksack raus. Der auch direkt angelegt worden ist. Und jetzt können wir, glaube ich, hier. Ah ja, jetzt können wir hier zwischen den Taschen hin und her hüpfen. Oder auch runterscrollen. Das geht auch. Hier, komm, identifizier mal. Nicht so interessant. Und Amulett. Ja, finde ich nicht so cool. Wir bleiben mal bei dem, was wir haben. Okay. Also, hier durch die Tür dann raus. Und Nash hinterher. Oder, nee, Kasov hieß er. Genau, Kasov. So. Den dann mal hinterher. So. Die Ruinenziel erfüllt.
Und jetzt stehen wir wieder hier draußen. Der Chronosonar abgeschlossen. Verdammte Axt, Kasov ist entkommen, aber dank eurer Informationen haben wir eine ziemlich gute Idee, wohin er will. Und besser noch, er weiß nichts davon. Schön, für dich. Bereit für unseren nächsten Schritt? Ja. So, verbrennt die Vorratskisten der Nesche am See. Da mussten wir jetzt nicht großartig viel lesen. Und greifen Sie das Hauptquartier der Nesche an, um Kasov zu besiegen und die Krone von Neverwinter zurückzuholen. Kasov wird sich zum Hauptquartier der Nesche flüchten, einem alten Warenhaus am Ufer des Sees. Nach Gothrams Informationen bewahren Sie dort auch die Krone auf. Aha. Wir haben es geschafft. Die Zeit ist reif, die Rebellion der Nesche ein für alle Mal zu beenden und die Krone und uns die Krone zurückzuholen. Und da kriegen wir eine Trickserklinge, die ganz gut ist. Tschüss, bis später. Bis später, sag ich. Okay, also Vorratskisten verbrennen und Nasher kaputt machen. Alles klar, das kriegen wir hin. Wie noch macht, gell? Mick, mick, mini, mini. Okay, mit denen haben wir gerade eigentlich nichts am Hut, aber sie greifen uns trotzdem an. So, dann mal immer schön dem Strichlach hier. Dem Leuchtestrich. Es spawnen schon die nächsten nach. Okay, da vorne ist es wohl, würde ich mal vermuten. Zumindest gibt es ja ein Ausrufezeichen. Hallo, wer bist du? Psst! Seid etwas leiser. Wir haben hier eine Besprechung. Was? Oh. Schuldzuweisung. Finden Sie die Nachrichtenablage der Todesratten im Black Lake Viertel und platzieren Sie den Beweis. Oder die Beweise, oder egal, oder platzieren Sie Beweise. Platzieren Sie einfach irgendwas. So, Nebenquests lese ich mir jetzt nicht durch, wie gesagt, das ist jetzt erstmal nicht ganz so wichtig. Wie kann ich denn eigentlich sagen, die hätte ich gern? Kann man die nicht irgendwie markieren oder sowas? Mal gucken. Kriegen wir schon noch raus. Nein. So. So, was im Black Lake schlummert. Gruppe vorgeschlagen. Führen Sie das Gefecht Black Lake Terror durch. Wir versuchen es mal alleine. Manchmal geht das ja. Gestohlene Waren. Holen Sie Hazels gestohlene Alchemiewaren zurück. Okay. Also wir versuchen das mit der Gruppenquest gleich einfach mal und wenn es nicht klappt, dann seht ihr halt den ersten Tod. Und ich auch. Ist jetzt auch nicht so schlimm, finde ich. So, wir killen hier aber erstmal die Knilche und versuchen mal noch eben auf Stufe 8 zu kommen, bevor wir irgendwie in die Gruppenquest reingehen. Wäre vielleicht nicht so verkehrt. Wobei ich so den Eindruck habe, man levelt eigentlich extrem mit den Quests, also noch zumindest. Man weiß ja nie, was dann später mal so passiert. Und wie denn das Endgame ausschaut. Wir haben schon wieder ordentlich einen auf die Mütze bekommen. Ich nehme nochmal hier so einen Trank. So. Aha, da geht's also rein. Und was haben wir hier? Ah, Alchemiewaren. Cool. Da haben wir schon mal 1 von 5. Au. Woher kamen die denn? Kanalisationsmagier. Geil. Und na, jetzt hier noch ein Messer. Ziel erfüllt. Achso, das war schon das eine. Das ja, war ja praktisch und leicht. So, wir gucken aber hier mal noch weiter. Wir müssen jetzt nicht wegen jeder einzelnen Quest zurückrennen. Ah, jetzt haben wir keine Dolche mehr. Na, wie tragisch. Hopp, und hinter ihm. Gestohlene Alchemiewaren. Ach, die droppen die auch? Ja, cool. Ein neuer Heiltrank und ein unidentifizierter Gegenstand, der irgendwie nach uns ausguckt. Genau, Trickster-Schurke. Aber ich habe keine Rollen mehr. Nein! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was bist du? Ja. Irgendwas mit Arcana-Fähigkeiten. Ah, da sind die nächsten Waren gefallen. Da könnten auch noch welche stehen.
Ja. Wie viele brauchen wir denn noch? Ach ja, eine noch. Nur das hält sich ja echt in Grenzen. Geht alles schön schnell hier. Das finde ich ganz gut. Dass man jetzt nicht hier erstmal 20.000 von irgendwas farmen muss, sondern bisher meistens nur 5. Das hält das alles noch schön in der Waage. Denn ich finde es ja so schlimm, wenn man so 1000 Dinge farmen muss. Dann rennst du da ewig durch die Gegend und so richtig weiter kommst du auch nicht. So, Möp! Und Bam! Ziel erfüllt. Cool. So, das haben wir dementsprechend und jetzt würde ich eigentlich nochmal kurz hier einmal rausgehen. Jetzt einmal rausgehen, war das doch, das war doch mit F3, oder? Nein, mit F2, okay. Gut, das haben wir, das haben wir. Vorratskisten, dazu müssen wir einmal darüber. Vorratskisten, irgendwo da lang. Gut, laufen wir mal eben hin. Na, mal gucken, vielleicht muss ich die jetzt nicht zwangsweise pullen. Vielleicht kann ich mich ein bisschen durchschleichen. Ja, hat ganz gut geklappt, denke ich. Oder? Ja, alles gut. So, ja dann. Hallo. Wo hext der denn hin? Hext der voll daneben. Und besser. Ja. Du wolltest schon wieder hexen. Der olle Hexer. Okay, das war Nummer 1 von 5. Und Messer. Und hier Messern. Ah ja, schönen Heiltrank, den können wir auch gut gebrauchen. Kettenrüstung. Irgendwelche Stiefel. Und Gold. Geld ist immer gut. Da geht's weiter. Ah, ich hätte die nicht pullen sollen. Das hätte natürlich mir ein bisschen was erspart. Und so. Ja, so ist gut. Schön sterben. Schon wieder ein Dolch. Einmal wegbrennen und einmal... Ach nein, ich kann ja gar nicht identifizieren. Mama. Sieht mich keiner? Nein. Ach, da stehen auch noch Kisten. Da... Klammer heimlich. Ui. Das ist cool, das ist richtig geil, dass man sich da so reinseppt. Okay. Dann nehmen wir die auch mal mit. Und Quest abgeschlossen und Stufe 8. Yeah, geil. Was hatten wir denn für Stufe 8? Du warst Stufe 7. Komisch, warum habe ich den nicht vorher angelegt? Sehr seltsam. Du warst Stufe 6. Ich habe vergessen, was es war. Trollolol. Stufe 4. Was ist das eigentlich? Ein kleiner Schrein. Dann auch eine Kraft in jeweiligen Gottes. Okay. Komm, wir verwenden es einfach mal. Was passiert jetzt? Was gibt's Neues? Achso, ja. Okay, das wissen wir ja schon. Rüsten wir den jetzt gleich auf Stufe 3 auf? Ich weiß ja nicht. 10% Bewegungsrate, wenn ihr unsichtbar seid. Okay. Ja, attackiert. Ein bisschen seltsam geschrieben irgendwie. Oder sieht zumindest komisch aus. Eure Feinde blitzschnell und so. Die benutze ich ja schon recht viel, diese Dolche, ne? Also warum sollten wir die nicht mal hochpatchen? Dann machen die 10% mehr Schaden. Ja, das kann man machen. Was passiert hier? Nochmal 10% mehr Schaden. Ach doch, komm. Wobei, wenn ich eigentlich später mal heimlich agieren will, ist das eigentlich gar nicht so cool. Weil das würde ich ja schon gerne machen. Dann gehe ich mal auf den schmerzhaften Schlag. Den benutze ich dann ja immer, wenn ich rauskomme. Also, ja. Das ist gut so. Hallo. Und einen Auto-Hit kann ich dann als nächstes machen beispielsweise. Das wäre ja eine Möglichkeit.
was dieser Schrein gebracht hat, weiß ich jetzt auch nicht. Hab ich eigentlich schon... Da ist eine Hose. Aus den Enden ablegen. Okay, ich habe wenigstens eine Hose an, aber immer noch keine tolle. Das ist so ein bisschen doof.